Und willkommen zur volkstümlichen Radio Beostube hier aus dem Coop-Restaurant im Ilfis-Center in Langnau. Die Ausbreiter von qualiton.ch ist wie gern für einen guten Ton im Radio und hier vor Ort zuständig. Und die Stubete am Mikrofon begleitet euch die nächsten zwei Stunden Erika Liechti. Der musikalische Auftakt machen Tobi Örgler Brut mit dem Stück «Trubervox» von Gotti Schmid. Beostubete ist das Alphorn-Trio Igor Nutti von Langnau und das Jaderterzett Schneider Wüttrich Mosima. Wir hören jetzt aber ein weiteres Stück von der Hobbyörgler Trug und das ist das Hasli auf. Das ist ein Marsch vom Hermann zur Buche. Thank you.
werden unser Radio Beostubenen von Kühne AG in Ramsey unterstützt. Ihnen ein ganz grosses Merci für das. Auch ihr, liebe Gäste, könnt uns unterstützen, nämlich mit einer Mitgliedschaft in unserem Förderverein von Radio Beo. Für weitere Auskünfte oder gerade für den Abschluss von der Mitgliedschaft ist Andrea Drachsel vor Ort und sie nimmt eure Daten, Anmeldungen und Fragen gerne entgegen. Ihr dürft euch hier einfach melden. Merci vielmals für jede Unterstützung. Weiter geht es jetzt mit Musik. Wir hören zwei weitere Stücke von der Hobbyörgler Trub. Und das ist, wenn ich eigentlich Kriegel anschaue, kommt es mir zu sehen, der Seeräuber. Einen habe ich müssen, Kriegel, einen habe ich müssen. Das ist ein Polka, traditionell. Und dann das vierte Stück ist der Sorgenbrecher, ein Walzer von Hans-Rudi Reist. Thank you.
davon heisst «Unser Lieb Heilig Kreuz» im Viervierteltakt vom Hermann Studer. Ihr seht es jetzt nicht am Radio, alle Zuhörer und Zuschauer, die hier sind, sehen es. Ich habe gerne das Gefühl, wenn man so ein Alphorn bläst, das braucht Pfupf und weiss nicht was. Und diesen Tränen sieht man einfach nichts an, dass das Kraft braucht, den Ton rauszubringen. Also nicht nur für die Ohren Genuss, sogar für die Augen auch. Jetzt aber unser Lied Heilig Kreuz. Regina Schneider und Annelies Mosima. Annelies Mosima begleitet das Ganze am Örgeli und wir dürfen von ihnen das Lied hören von Stefan Haldimann mit dem Titel «Komm, los doch zu!» Und das ist auch gerade eine Aufforderung an euch. Danke vielmals, dass ihr so still seid wie vorhin auch. Ja, wir danken es alle Zuhörer hier, danken es vom Radio besonders. Merci vielmals. Wo noch gesungen wird, bin ich daheim. Ohne das Lied, ein schönes, ein Jutz erklingt. Ich höre gern, wenn der von irgendeinem der Luft mir schön, ich war mir erlieb bringt. Ich höre Oh,
Lied. Es heisst nämlich auch gerade Trost. Vom Hanni Bracher ist es geschrieben. Klatscht dann nicht rein an eine Strophe. Das Lied hat 4 Strophen. Viel Vergnügen mit Trost. Der Kilian Wengermasch, das ist eine Komposition von Daniel Kunz. Thank you.
Von der Hobby-Örgler-Trube, aber wir wissen ja gar nicht, wer da eigentlich hinter den Örgeln im Hocken und Bass steht. Die Hobby-Örgler-Trube besteht aus Witwer Andreas, einem Örgeli, kurz Präs. In der Mitte das Ziel um Franzi und er von euch links aus ist der Gerber Hans-Uli, die alle drei am Örgeli und am Bass der Egli Christian vom Schangnau. Christian, ein bisschen gut, jetzt muss Jordi zu dir kommen. Du bist uns ja fast nicht gewohnt, wenn du nichts sagen kannst, so einer Stube, gell? Oh nein, ich geniesse es, wenn ich es nichts brauche zu sagen und kann zuhören. Das ist etwas Erdenschönes. Nein, ich mache das nicht unbedingt gerne. Ich habe gegen Lampenfieber wie morgen. Ja. Vielleicht kennst du das auch, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich nicht. Ich kenne es auch, wie ein Morgen. Aber ich denke auch, wenn das nicht der Biest ist, ist es sowieso für nichts. Ja. Gehört ein bisschen dazu, gell? In der Gelegenheit, wenn natürlich etwas sagen kann, würde ich allen ganz herzlich danken, dass ihr da so zahlreich seid hergekommen. Das ist auch so oben aus der Erde schön, sagen die Alben mega. Ja, einfach ein herzliches Dank an alle, auch, die gehen etwa an die Stube kommen, die wir hier in der Region durchführen. Das ist nicht selbstverständlich. Und mir gefällt vor allem, dass Junge mitmachen, dass Volksmusik nicht verloren geht. Und das ist durch mit oben raus, wenn aber so junge Formationen kommen. Da kommen die hier so, es tut mir so kräuseln, da so hinten, die schönen Lieder und so. Ich hoffe, dass es nicht verloren geht, unser Brauchtum. Das hoffe ich auch ganz hart, dass das nicht verloren geht. Und das Kräuseln kenne ich auch. Mein Duettpartner hat auch gesagt, wenn es so richtig Hühnerhaut dem Vödeln gibt, dann ist ganz verreckt. Präster hat ja den Namen Hobby-Örgler. Aber wenn ich manchmal von dir eine Frau höre, wie viel dass du unterwegs seid, muss ich sagen, das ist schon fast mehr als Hobby. Ja, das ist halt schon einfach mehr Geiz. Ja. Zuerst war es schon mal mehr ein Hobby gewesen. Ihr seid jetzt recht im Begriff geworden, Namen, ihr seid viel unterwegs, ihr seid manchmal auch im Leutscher Bad unterwegs, verbinde jetzt noch ein bisschen mit Ferien. Jetzt im Moment hättest du aber keine Zeit, gell? Du hast ein anderes Hobby auch noch. Ja, wenn ist echt. Jetzt muss ich mit deiner Frau reden, die hat mir gesagt, du seist gern fort und gehst die Zeug beobachten. Ja, das ist ein bisschen nebenbei noch. Bist du erfolgreich gewesen? Ja, ich habe meine geschossen, ja. Jetzt ist fertig, alles durch, jetzt kannst du nicht mehr gehen. Die Gruppe können wir jetzt einander noch aushelfen. Ja. Gut, Resi, lass dich sein. Ihr könnt wieder örgeln. Sonst kommen hier auf einmal noch Sachen führen, die du gar nichts weisst. Drum, der Hans-Uel und Gerber hat mir vorhin gesagt, dass der Zürich wackelt, den spielen wir schon, weil der klebt noch ein bisschen. Also, jetzt lassen wir ihn noch kleppen. Ein Schottisch von Sepp Stocker. Viel Vergnügen. Musik
Ja, das Zürich hat schon gewackelt nach dem Schottisch, den wir gespielt haben. So, Hans-Uli, hat es dir genug gekesselt? Ja, das war gut. Bist du da noch so einer, der sich ein bisschen kesseln muss zwischen ihnen? Zwischen schon, aber eben auch die gemütlichen. Aha. Je nachdem. Und wo bist du, wo gefällt es dir besser? Eben auch. Die traditionellen Stücke sind auch schön. Wo es jemand zieht, der Publikum macht, ist gut. Dann geht es fast von selber. Franzi, du bist die eine, du kannst sagen, du bist die Henne im Korb. Wie geht es dir so zwischen diesen Männern? Weil ich habe so das Gefühl, Kriegel hat Temperament, wie braucht Hans-Uelu, will gerne, dass es kesselt. Was magst du noch? Hast du es im Griff? Ja, ich fühle mich wohl. Und hören sie auch ein bisschen auf dich, oder tun sie die Gänge übergehen? Nein, sie müssen, und das letzte Wort kann ich. Aha! Kriegel, weisst du aber, wenn das sie... Oder nein, ich muss anschauen. Weißt du, wenn das Krieg das letzte hat gesagt hat, dass du nachher nachziehen kannst? Ja, das geht gut. Geht das gut. Franzi, du bist ja eben hier bei dieser Örgeli-Formation. Das ist ja ein Hobby, das viel Zeit investiert. Was machst du daneben beruflich? Ich arbeite im Service aktuell. Und das ist gut vereinbar mit dem Örgeli. Nur früh frei eingeben, dann kommt man frei rüber. Und dann könnt ihr die Auftritte machen. Wie bist du zum Örgeli gekommen? Ich bin mit der Musikschule gegangen, habe das mit 8 Jahren angefangen zu lernen. Und ja, seither spiele ich schon 21 Jahre. Und sehr gut spielst du mit diesen Männern mit der Formation Hobbyörgler Trut. Und wir hören von euch noch ein weiteres Stück. Und da freue ich mich ganz fest drauf. Das ist ein Schnellbau. Kesselt den Hans-Uli. Könnte sein. Also, es könnte sein, dass es kesselt mit dem Express nach Kanada. Von wem ist das? Weißt du das? Enrico Kupfermann. Genau, danke vielmals. Ja, eben Schweiz, genau. Thank you.
Zugaben locken mit euch, ihr seht also erholt aus. Es ist ein bisschen zu Bob Schahn, das dürfen wir noch hören. Wir spielen euch noch slow, ein gemütliches, langsames Stück. Und da freuen wir uns drauf und danken der Igor Nutti ganz, ganz herzlich, dass sie sich Zeit genommen bei uns hier an der Musikstube mitzumachen. Der Stefan Hans, der Lehme Christian und der Meter Reto, Igor Nutti, hier von Langnau. Thank you.
von Hans-Ueli Oesch, Berner Oberländer Merenke garniert. Am Schluss der heutigen BO-Stubete in den letzten zwei Stunden sind folgende Leute für euch im Einsatz gewesen. An der Technik der Urs Breiter von qualiton.ch, für den Förderverein von Radio BO Andrea Drachsel und die Moderation Erika Liechti. Allen Besuchern vor Ort und daheim im Radio danken wir herzlich für das Interesse und eure Treue zu unseren Sendungen. Ein grosser Dank an unseren Sponsor, an die Grüne AG Ramsey, der Spezialist für alles aus Holz. Ein weiterer Dank natürlich an die drei Formationen, die wir dabei hatten, an Scope, Ilfis Center Langnau und selbstverständlich speziell an René Spori.